der Kunst ist es ja so, wie mit dem Ohrwurm. Immer in die Ohren will er sich bohren. Und bieten wir der Kunst die Stirn, beamt sie sich ins Hirn. Also Cosmosimo, die Kunst vom Hörensagen ist das Thema. Das funktioniert bei Tide 96.0 dann so, dass man eine Probesendung abliefert, also sozusagen das Casting-Ding. Also, auf geht's, ich habe mir eine Künstlerin eingeladen, nämlich jene Conny, die ich eben schon vorgestellt habe. Conny, was machst du denn so künstlerisch? Ich glaube, mein ganzes Leben ist irgendwie Kunst. Ich male. Ja. Ich male Bilder. Abstrakt, sehr abstrakt, meistens 100x100 im kleinen Atelier in Eppendorf. Und ich fotografiere Betonwände, Wände mit Rissen. Und aus diesen Rissen erkenne ich manchmal kleine Geschichten. So, das heißt Fotografie und Leinwandmalerei. Wobei ich habe nichts von beiden gelernt. Bin ein Autodidakt. Das kann man sich schon so dann ungefähr fast vorstellen. Wir werden das wahrscheinlich nachher noch ein bisschen blumiger erklären. Jetzt geht es erstmal um die Frage Texte. Du hast was vorbereitet, nicht? Das werden wir gleich hören. Oder? Ja, könnt ihr. Gut, dann sind wir ganz gespannt. Und ihr zu Hause bleibt bitte dran. Die Telefonnummer 040325 9903 96. Jetzt hat es gerade geblinkt. Da scheint jemand dran zu sein. Den hören wir doch mal. Da gucken wir mal, wer da ist. Hallihallo, hier ist Hallo, Osmo. Hier ist der Festnetzdienst von O2. Seht ihr mein Foto auf Tango an HTTP? Okay, Tango. Das ist, weiß jetzt nicht. Tide ist ein werbefreier Sender. Wir machen hier eigentlich keine Werbung, aber irgendwie hat mich da einer angerufen und wohl irgendwie eine Werbung reingespielt. Jetzt blinkt das Telefon hier schon wieder. Wir versuchen es noch einmal. Hallihallo, hier ist der Cosmo. Wer ist da? Hallo, hier ist der Festnetz. Das lassen wir jetzt mal. So. Da macht sich einer ein Scherz. Schön. Okay, ihr Lieben. Also, wie auch immer, liebe Conny, du bist ja Mama, du hast zwei Kinder oder mehr? Eine ist aus den Windeln raus, die andere ist in der Pubertät drin. Zwei Töchter, genau. Sie sind beide aus den Windeln raus. Ja, stimmt. Ich bin die Nächste, die wieder reinkommt. Stimmt. Ja, die Alten werden wie die Kinder. Genauso ist das. Also, du hast zwei Kinder. Die eine ist ein bisschen größer, die andere ist ein bisschen kleiner. Die ältere hat schon mal ein Praktikum bei Tide gemacht. Ja. Was war das? Sommerferien vor 2 Jahren. Das fand sie ganz spannend. Und heute ist sie nicht mitgekommen. Dann wäre sie doch prädestiniert. Ich glaube, sie findet alles doof, was ihre Mutter macht. Das ist sie, glaube ich, zu verrückt. Ach so. Ja, also du bist schon so eine quirlige Nudel, ne? Ich bin ein Zwilling, ja. Ja, ich bin ein Schmetterling, der immer fliegt. Der also zwei Gesichter sozusagen. Haben doch alle, Cosmo. Von einer Blüte zur anderen. Ja, und bestäubt die genau. Ich würde sagen, wir sind quasi zu dritt im Studio. Ach komm, ich glaube, jeder hat viele Gesichter. Ich glaube, die Zwillinge können einfach nur alle auf einmal zeigen. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal. Mhm. Ja, das ist sozusagen Spiegelung, ne? Gesetz der Resonanz. Ja, also ruft mich an, ihr Lieben, aber nicht um Werbung zu machen, sondern, oder vielleicht auch das, aber halt ein bisschen subtiler, als das hier gerade eben der Fall war. 040-325-99-0396 ist die Nummer. Cambis hier, hi. Cambis! Hast du mich erkannt? Deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ich bin ja so froh, dass du jetzt dran bist. Vorher haben wir irgendwelche Werbefuzis angerufen, weil wir eine Werbung einspielen wollen, was natürlich gar nicht als werbefreien Sender Tide. Ja, das ist sehr nett. Cambis, man muss mal sagen, du bist ja jemand, der, glaube ich, mal bei Tide, oder was ich glaube, ich weiß es, du hast hier mal lange Zeit meine Technik gemacht. Genau. Ja.
Und jetzt willst du mir frohe Weihnachten wünschen, dem Jan, ne? Erstens das und zweitens wollte ich fragen, ob wir in deine Werbung, in deine Sendung rein dürfen, um für unsere Radiosendung, die nächste Woche bei Tide ausgestrahlt wird, etwas Werbung machen können. Also Werbung quasi in eigener Sache. Eigene Sache, genau. Für Tide. Genau. Naja, alle Wünsche werden wahr. Und ja. Da sag ich jetzt einfach mal, wo seid ihr denn? In Hamburg oder wo? Wir können ein paar Minuten, 10 Minuten bei euch sein. Ja, das ist gut. Dann ja? Kommt ihr einfach her. Wir sind aber auch im Fernsehen, das weißt du ja wahrscheinlich. Ne? Dann, das weiß ich, ja. Sieht man eure Fotzen auch bei den Leuten Tues, ne? Wunderbar. Ja, super, kommt vorbei. Vielen Dank, ich bis später. Bis dann, ciao, ciao. Ja, klasse, dann machen wir Party. Ich habe mir eine quirlige Powerfrau eingeladen. Man kann auch sagen, um es mit blumigen Worten zu beschreiben und Bilder in euren Köpfen zu erzeugen, eine Bohnenstange geballtes Dynamit. Denn wenn du mal aufstehst, Conny, dann können die Leute zu Hause sehen, dass du mich also tatsächlich überragst. Na, mach das ruhig mal, das sehen die Leute dann im Fernsehen, die uns zugeschaltet sind. Die anderen, dem müssen wir aber wirklich sagen, die Conny, die ist wirklich noch ein Stück größer als der Cosmo. Der ist schon nicht klein, aber sie ist groß. Conny, ich sag mal so, ich bin ja der Cosmo, ja? Du kannst ruhig Kleid zu mir sagen. Also Conny und Kleid. Ja, passt das? Du überlegst noch. Ja gut, dann kommen wir mal zu was ganz anderem. Sag mal, wie ist denn das mit den Schlitzen? Mit deinen Schlitzen, deine Schlitzebilder? Schlitzebilder? Schlitzebilder. Eine Schlitze in der Straße oder Schlitze in der Hausmauer und da machst du Kunst draus. Schlitz nennst du die, okay. Ich nenne sie gar nicht Schlitz. Ich nenne sie, nein, Schlitz war wohl nix. Schlitz finde ich, ich glaube, jeder hat jetzt Bilder zu Schlitz. Ich will diese Bilder nicht. Also ich. Naja, wir sind hier noch ganz jugendfrei. Es ist ja noch vor 22 Uhr. Ich mag Risse. Ich mag dieses Unvollkommene. Das entsteht in einem einzigen Augenblick. Du gehst an einer Betonwand vorbei und manchmal sieht man irgendwelche Bilder und denkt, ey, das könnte Pinocchio sein als Beispiel. Also platzt was ab, ne? Und das ist verwittert. Und ja, oder nach einem Regen, der Schatten, der bleibt. Oder die Nässe oder irgendetwas. Und dann machst du 100 Shots und plötzlich ist ein Bild dabei und du, es ist alles iPhone. Und du, ja, du streckst das und ja, bis ein Bild entsteht. Und so habe ich jetzt 35 Motive, glaube ich, mittlerweile. Das ist sehr spannend. Jeder sieht etwas anders daran. Das klingt total spannend. Das muss man sich bestimmt irgendwo angucken können. Aber ich sehe jetzt gerade, wir haben noch mal wieder so einen Anrufer. Wir können ja mal versuchen, ob da jemand sich meldet. Hallihallo, hier ist der Cosmo. Jo. Das hat sich dann relativ schnell und klar und deutlich erledigt gehabt. Aber die Leitung ist wieder frei für alle anderen. Die Nummer 040-325-99-0396. Und du hast wieder das Wort. Wir waren bei den Schlitzen, die keine sind. Also die aufgerissene Straße zum Beispiel.
die gibt dir solch eine Vorlage, oder? Es ist bisher nur Beton. Du kannst es natürlich aus allen, du kannst auch in Rost etwas entdecken, Holz, ist egal. Ich habe mich jetzt auf Beton, Betonial heißt mein Blog, spezialisiert. Es gibt einen Blog dazu, wo man das alles sich angucken kann. Betonial, wie Beton ist genial. Aha, so. Die Idee ist genial, die du da hast. Das finde ich toll. Also aus so einem Gegebenen, also mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Das Unperfekte. Etwas zu machen. Das Unperfekte so schön finden, dieses Kaputte, dieses. Ich mag diese Kontraste. Und die werden gerahmt hinter Passepartout und Metallrahmen. Und die sind einfach, und jeder kennt eine andere Geschichte. Wir stehen bei meiner Freundin im Interieurladen und es wird oft diskutiert. Der eine sieht diesen kleinen Pinocchio, der verschüttet ist, und der andere sieht ein kleines Lämpchen. Das ist wundervoll. Ich wünsche mir die nächste Ausstellung mit Taschenlampen und jeder erkennt. Ja, dann macht einfach so eine Dunkelausstellung. Ja, dass genau. Dass es ganz, ganz, ganz dunkel ist, wie jetzt vielleicht kosmisch. Wie jetzt bei den Radiohörern zu Hause, die ja kein Bild haben. Das heißt, die sitzen da, die sehen das vor dem geistigen Auge und stellen sich jetzt vor, wie sie mit dieser Taschenlampe quasi in den dunklen Raum kommen. Wundervoll. Darkroom. Ne? Das sind wir wieder bei den Schlitzen. Ja. Ne? Irgendwie ist das ganz schön schlüpfrig hier heute. Aber dann leuchten sie das quasi so ein bisschen aus und sehen natürlich nur in diesem Lichtkegel das, was du dort gezaubert hast. Wundervoll. Aus dem, was du mit offenen Augen sozusagen, wahrscheinlich bei Tag, in unserer schönen Stadt Hamburg alles entdeckst. Hamburger Betonwände, genau. Wundervoll. Genau, und jeder hat seine eigene Geschichte. Und jeder erkennt aber auch das Bild des anderen eigentlich. Es ist sehr, sehr spannend. Also verratet mir gern, wo es noch wunderschöne, abgefuckte, abgespacete Betonwände gibt. Genial, Betonia, da kann man dich wahrscheinlich auch e-mailmäßig erreichen. Guckt einfach mal ins Netz, ich weiß, ihr macht das sowieso. Konstanze Köpp hat sich also einen Köpp gemacht über das, was da geht oder auch nicht geht. Und mich erinnert das Ganze an Michael Perlbach, Michael, der war bei mir gewesen in einer Fernsehshow, die ich ja hier bei Tide mache, die da heißt Was kunst du? Also da geht es eigentlich um die Frage, Künstler stellen sich vor und erzählen was und zeigen in dem Fall auch was, weil das eben dann auch Fernsehen ist. Und man kann also sehen, was der Michael da macht, und der macht sowas ganz Ähnliches. Der geht also einfach mit offenen Augen, nee, anders als du, aber er geht mit offenen Augen durch die Stadt. Das ist eigentlich seine Botschaft. Jeder kann die Stadt mit ganz anderen Augen entdecken und macht dann geniale Geschichten aus dem, was er vorfindet. Sprich, er fotografiert einen weggeworfenen Teddy oder so und regt dazu an, darüber nachzudenken, was ist mit diesem Teddy passiert, dem man als Kind ja eigentlich Liebe schenken will. Offenbar hat das Kind nicht aufgepasst, der Teddy ist auf den Kinderwagen gefallen oder irgendwie sowas. Und da entstehen also abgefahrene Geschichten, kann man alles sich bei YouTube angucken auf dem Tide-Channel, denn dort ist das Ganze natürlich hinterlegt. Und wer die Sendung nicht gesehen hat im November, der kann da jetzt nochmal drauf gucken und findet unter Tide dann natürlich dort die Sendung mit dem Michael. Und ich finde, das ist sehr ähnlich, weil auch du gehst mit offenen Augen durch die Stadt. Und weißt du, was das Schöne ist? Ja. Im Grunde genommen kann jeder mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Ja, man lernt das. Also ich habe es gelernt, gerade weil ich immer auf der Suche bin nach dem nächsten Kick. Also gehe ich auf einmal gern spazieren und ich gehe auf einmal mehr spazieren und ich suche die nächste Betonwand. Das ist so dieses. Ich sehe, im Moment sehe ich eigentlich nur, bin ich blind für alles andere. Insofern bin ich gar nicht sehend, nur für meinen Beton. Alle Wünsche werden wahr. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du das so toll beschreibst, dass sich die Leute zu Hause das jetzt an einem Radiogerät tatsächlich vorstellen können. Regelrecht bildlich. Das wäre wunderschön. Was da möglicherweise mit deiner tollen Kunst passiert. Und ich denke, glaube und hoffe, dass sie dem nachgehen werden und sich darüber informieren werden, was du jetzt genau machst, also sprich, wie das genau aussieht. Und ich finde das genial, was du auf Betonial machst. Und ich sag mal so, wir beide werden gleich nochmal hören, was du sonst noch alles so vollbringst. Gerne. Du hast viele tolle Facetten. Dich lohnt es wirklich mal im Internet nachzuvollziehen. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ich habe es zur Vorbereitung der Sendung ja auch gemacht. Okay, ruft mich an, ihr Lieben, 040-325-99-99-03-96. Ich sage es nochmal, 040-325-99-03-96 ist die Nummer. Dann seid ihr direkt bei mir im Studio.
Hallo? Hallo, jetzt wieder Telefon gegangen und irgendjemand hat angerufen. Hallo, wer ist da? Ja, hallo, mein Name ist Möller. Ich sollte heute ursprünglich vorbeigekommen sein, aber ich bin gesundheitlich ja verhindert gewesen, hatte mit Herrn Dumont noch mal gesprochen. Und ich, ja, hör mal, ich bin's, der Dumont. Ah, hallo. Ja, Ihre Künstlerin, das ist interessant. Es gibt dann noch eine zweite Variante. Und zwar, ich war früher im japanischen Nikko-Club, also es ist ein Fotoclub. Okay. Und da war ein Japaner, der hat dann immer auf den Straßen von Tokio und sonst wo, hat er Detailaufnahmen von den Fußwegen gemacht. Mhm. Also wenn irgendwie etwas weggeworfen war, ein Kaugummifleck oder so, das hat er fotografiert und vergrößert. Okay, also auch das erinnert wieder an den Michael so ein bisschen. Machst du sowas auch in der Richtung? Das war in den 80er Jahren, das war so 1978. Mhm. Also ich hatte da mal eine Nikon, also die gab es monatlich, die habe ich immer von Japan bekommen. Und weil ich ja auch fotografisch prädestiniert bin, habe ich das, also ich suchte immer nach neuen Ideen. Nicht das konventionelle Fotografieren, mhm, sondern was gibt es als Besonderheit. Ja. Und darum wäre das jetzt auch wieder ein Nachspann. Das ist eine interessante Geschichte. Ja, das ist ein super Beitrag. Ich habe angefangen mit diesem Stillleben. Ich habe ein BH im Mülleimer gefunden. Und das waren die typischen Szenen, die man nicht immer sieht. Damit habe ich angefangen. Aber ich wollte mehr. Ich wollte Geschichten aus etwas kreieren, was gar keine Geschichte hat am Anfang. Also ich bin noch einen Schritt weiter jetzt für mich gegangen. Hört ihr mich, ne? Ja. Ja, ich höre das, es kommt aber sehr leise hier rüber. Okay. Mm. Und das ist eine gute Idee. Also das ist wieder ein etwas, wo viele junge Leute sich mit beschäftigen könnten. Man soll nicht immer so durch die Straßen laufen, die Leute angucken, sondern mal so die kleinen Ecken in einer Stadt, was gibt's da als Besonderheiten zu fotografieren. Und jawohl, das sammeln, jawohl. Und aus der alles Sammlung unentdeckte. Dann das Beste wieder. Ostermäßig irgendwie zu einer Ausstellung zusammenstellen oder ansonsten auch mit offenen Ohren durch eine Stadt laufen, wenn man ein Aufnahmegerät hat. Das wäre heute eigentlich mein Thema gewesen, aber leider bin ich gesundheitlich heute... Ja, genau, du hast ja vor 2 Monaten hier mal angerufen, dann haben wir einen Termin ausgemacht, glaube ich, genau, vor 1 Monat, da ging das dann irgendwie bei euch technisch nicht. Dieses Mal bist du krank. Ja. Wir haben aber einen bezaubernden Ersatz gefunden. Ja, und, ich danke dir. Du verstehst natürlich auch, die Conny ist mir natürlich eigentlich viel lieber als du, ne? Nein, also das ist eine tolle Geschichte. Und also. Aber hör mal, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das heißt, wenn du wieder gesund bist, dann machen wir einen neuen Termin. Ja. Und alle Wünsche werden wahr. Das ist ja das Thema unserer Sendung, wahre Wünsche hier. Von daher wird auch dein Wunsch eines Tages wahr werden. Ich bin mir sicher, dass wir dich nochmal live hier bei mir im Studio erleben werden. Ja, ich laufe dann mit einem Dolby Surround Kassettenrekorder durch Hamburg und nehme exotische Geräusche auf. Das wäre so mein Traum. Gespräche wäre auch lustig. Die könnte man dann an die NSA weiterverkaufen. Ja, na, aber ich werde mich, wir haben ja so ein bisschen 2. April vorgemerkt, dass ich dann mal vorbeikomme und dann mir die Technik angucke. Also ich bin ja auch Technikfreak. Ja, genau, weil den 1. April, das würde uns keiner glauben, da würden wir sagen, das ist ein Aprilscherz. Ja, und mein dass Lieber. Man da irgendwie noch was konzipiert. Und ja, auf jeden Fall. Wir werden miteinander sprechen. Ich hoffe, dass du gut aus diesem Jahr rauskommst, ins neue Jahr reinkommst. Ja. Und wünsche dir vor allen Dingen natürlich gute Besserung, einen guten Rutsch, frohe Weihnachten. Ja, danke. Und gleichfalls und viel Erfolg jetzt noch mit den letzten Minuten der Sendung, die sehr interessant ist. Ich habe schon verschiedene Freunde angerufen. Genau, bleib dran. Ich danke dir auch. Mein früheren Heimatort. Also die sind alle jetzt auf Sendung. Das ist ja das Tolle. Wir haben ja nicht nur den Fernsehsender im Kabel und im Radio, natürlich die Radiosendung, sondern wir sind ja auch auf allen Internetkanälen von Tide zu erreichen. Das heißt im Livestream. Da gucke ich. Ich gucke gerade den Livestream. Das heißt, du bist auch nicht in der Stadt? Nein, weil wir hier Kabelfernsehen in Hamburg nicht empfangen können. Das ist in Mecklenburg. Wo bist du? Ach so.
Okay. Und mein Kollege in Bergedorf, mit dem ich ja ursprünglich kommen wollte, also der guckt das jetzt auch. Also er hat den Sender gefunden und insofern auch in Quickborn meine Bekannten. Also okay, also die Conny und ich grüßen jetzt mal alle deine Freunde, wo immer sie auch unterwegs sind. In Berlin, in Mecklenburg, in Bergedorf und so weiter und so fort. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich natürlich, wenn es euch Spaß macht. Ja, und ich freue mich, dass ich so lange das Gespräch halten konnte. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Die Künstlerin wieder zu Wort kommen lassen. So machen wir das. Und wir haben hier sowieso gerade, ist die Tür hier aufgeflogen, denn es sind bei uns Gäste eingetroffen. Ja, sie. Ich gebe jetzt mal ab in die Werbung hier. Ja, ja alles klar. Mein Lieber, ciao, ciao. So, und apropos Werbung. Wir haben Besuch bekommen, nämlich Canvas und Kollegin sozusagen. Da müssen wir gleich mal eben hören, wer das denn eigentlich ist. Hallo, sage ich erstmal. Guten Abend. Guten Abend. Ja, hallo. Hallo, ihr Lieben. Die Dame stellt sich bitte nochmal vor. Canvas, dich kenne ich ja, obwohl ich dich fast nicht erkannt hätte, mit der Brille leicht verändert. Ja, ja, ja. Man wird ja älter und Canvas, dich sieht man gar nicht. Komm doch einfach mal, weißt du was, ihr kommt einfach mal alle hier rüber. Wir wollen euch alle ins Bild kriegen. Jetzt wird das alles schon viel, viel besser. Der Canvas hat noch ein Brett vorm Kopf, nämlich ein Mikroarm. Das ist hier der meinige. Den kann ich auch schlecht ganz entfernen. Aber wenn wir ganz doll zusammenrücken, dann geht es vielleicht. Also die Leute, die jetzt Fernsehen haben, die sollen dich natürlich sehen können. Die anderen hören dich. Die kennen wahrscheinlich deine Stimme auch schon, oder? Wahrscheinlich, hast du schon mal irgendwas moderiert hier? Ja, ich habe ja Senderabwicklung bei Tide gemacht. Ja. Auch viel auf Tide zu hören und zu sehen. Super. Ja, vielen Dank, Cosmo, dass wir hier in deine Sendung reinstürmen dürften. Ja, herzlich gerne. Hör mal, du hast mir immer eine super Technik gemacht. Das heißt, ich stehe tief, ganz tief in deiner Schuld. Ich habe es gerne gemacht. Es hat immer Spaß gemacht. Denn ohne dich wäre hier nichts gelaufen. Das ist auch klar. Ne? Ich drehe jetzt mal so buschende Knöpfe, aber was hinter den Kulissen läuft, ist viel, viel wichtiger. Und insoweit muss man sagen, freue ich mich, dass der Mann heute dann nochmal vor der Kamera am Lautsprecher sozusagen zu hören, zu sehen ist. Es ist uns eine Ehre hier bei dir in der Sendung. So, nun hast du natürlich ein Anliegen. Du möchtest Werbung machen. Ja, ich möchte Werbung für Tide auf Tide machen. Okay, ich gebe jetzt ab in die Werbepause und verabschiede mich. Bleiben Sie zu Hause bitte alle dran und lauschen Sie gespannt der Werbung. Ja, ja. Wir möchten heute Werbung machen für unsere Radiosendung, für eine deutsch-persische Radiosendung. Ab kommenden Samstag 13 Uhr hier bei Tide 96 auf Radio ausgestrahlt wird. Und damit natürlich auch im Livestream. Das heißt, das kann man möglicherweise sogar in Persien hören. Ja, da muss man immer sehen, man weiß das nicht so ganz genau, wie das da ist mit der... Das funktioniert schon. Funktioniert das? Kann man das tatsächlich auch empfangen? Ja, kann man empfangen. Ist nicht irgendwie gestört. Man denkt ja immer so im Iran, da wird dann irgendwie... Bestimmte Pressen, aber nicht Tide. Nicht Tide. Nicht Tide. Das heißt, Tide ist wohl gelitten in Tide darf senden. Und so. Kommst du aus Teheran? Nein, Isfahan. Isfahan. Ja. Wo liegt denn das? Geh mal näher ans Mikrofon bitte ran, damit man dich noch besser... hören kann und erzähl mal, wo liegt das denn genau? Isfahan یعنی یکی از شهرهای بزرگ ایرانه و یه شهر فرهنگی و تاریخیه و بناهای تاریخی قشنگی داره. Du bist ja klar, also das finde ich super. Canvas, hilf mir! Ja, Isfahan ist eine der ältesten Städte in Iran, in Persien. Sehr schön, hat eine lange Geschichte. Okay. Ich glaube 4000 Jahre alt. Wow. Ja. Ich weiß gar nicht, gibt es Hamburg schon so lange? Also Tide gibt es, glaube ich, sechs Jahre knapp. Ja. Also ich bin hier jetzt 2 Jahre auf Sendung. Also. sie ist seit 1,5 Jahren hier in Deutschland. Okay. Seit 1 Jahr in Hamburg. Sie moderiert demnächst unsere persische Radiosendung. Ja. Worum wird es gehen in der Sendung? Unterhaltung. Und es geht um ein Anliegen persische Mitbürger hier in Hamburg. Ja. Und Zusammenleben mit deutschen Mitbürgern.
Okay, also ja. Das ist im Grunde genommen Integration und so weiter. Genau. Also Information, Unterhaltung, ein bisschen Musik. Ist das auf Persisch nur? Oder nein, deutsch-persisch. Es wird zweisprachig moderiert. Also so ähnlich, wie wir das gerade gemacht haben. Genau. Das heißt, sie moderiert das Ganze dann quasi in auf der Originalsprache, Persisch in dem Fall. Und du bist dabei, Kamis, als Übersetzer? Ich mach eigentlich Technik, aber werde ich in den ersten zwei Sendungen selbst mitmoderieren, bis wir jemanden finden, der einen Part übernehmen kann. Und, ja. Aber derjenige sollte dann schon auch Persisch sprechen, genau. Nicht? Also ja. Deutsch ja. Und Persisch, damit er mit ihr dann auch sich problemlos verständigen kann. Genau. Ich könnte die Sendung sonst machen, aber das Problem ist natürlich, da musst du ja trotzdem dabei bleiben, dann können wir mich auch gleich weglassen. Ja, wir haben ja Deutsch gelernt. Ich würde sagen, du fängst an mit Persisch zu lernen. Ne? Ja, das ist eine super Geschichte. Glaubt ihr, dass ich das bis Samstag schaffe? Davon bin ich überzeugt, Cosmo. Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Also der Cosmo ist ja hin und wieder mal verheiratet. Hin und wieder. Ich war tatsächlich mal verheiratet mit einer Perserin. Und die hat immer zu mir gesagt, tu set the alarm. Ja. Da lachen sie. Wollen wir es übersetzen? Ja, das solltest du, glaube ich, machen. Ja, also mir wurde glaubhaft versichert, das bedeutet, ich liebe dich. Ja. Ja, ihr habt Ja gesagt. Also ich bin da nicht beschwindelt worden über die Jahre. Ne? Das hat wirklich gestimmt. Wunderbar, dann freue ich mich für dich, oder? Ja, ich freue mich vor allen Dingen für euch natürlich. Das wird bestimmt eine ganz tolle Sendung. Und ich weiß ja, es gibt, glaube ich, ein paar tausend Perser in der Stadt. Ja, es gibt, also persische Sprache ist hauptsächlich Persien, Iran. Ja. Und in Afghanistan, wo ich herkomme, wird auch Persisch gesprochen. Genau, das hat mir nämlich meine ehemalige Frau mal erzählt. Also wir leben ja unter anderem auch in den Arabischen Emiraten. Und es lief im Fernsehen eine Sendung aus Afghanistan. Und sie verstand alles. Und da habe ich überhaupt erst geschnallt, dass tatsächlich in Afghanistan Farsi, die Sprache, gesprochen wird. Und ich war ganz begeistert. Sie sitzt da, guckt sich ja afghanisches Fernsehen an und versteht alles. Ja, ja, wir waren ja vor 120 Jahren, war ja Iran und Afghanistan gleich. Und vor 120 Jahren sind die Grenzen gekommen. Kultur und Sprache ist fast ähnlich mit etwas Dialekt. Okay. In Persien, in Iran wird Hochpersisch gesprochen, also hat auch viel französische und viel englische Wörter mit. Und in Afghanistan ist noch der uralte Persischsprache noch am Gang. Ja, super. Also ich muss sagen, das ist eine tolle Radiostimme, finde ich. Ja, meinst du? Oder Mikrofonstimme generell. Also ich finde, das klingt gut. Und eigentlich höre ich bei dir nicht wirklich einen Akzent. Ich habe da jetzt gerade mal drauf geachtet, wo du das so sagtest. Ja. Bin ja etwas länger hier. Wie lange bist du schon da? Seit 1986. Oh ja, okay. Ist schon ein paar Jährchen, ja. Das passt. Ja. So, jetzt bist du auch nochmal dran, ein bisschen was auf Persisch für all die, die auch per Internet Livestream uns dann zugeschaltet sind ja tatsächlich. Also wahrscheinlich hört man uns heute in Persien, oder? Das hoffe ich, ist das ich, so? Ja. Sind da Leute zugeschaltet? Hallo Persien. Falls ist so. Falls ist so weit. Falls ist so weit, okay. منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز. امشب اومدیم که مهمون خونه هاتون باشیم. اوکی. من مریم هستم. یه سال هامبورگم. بعد ich spreche ein bisschen Deutsch, aber ich bin nicht perfekt. Aber das klingt sehr süß, das klingt ja fast französisch. Ja, mit persischem Akzent gesprochen. Ja, super. Sehr, sehr sweet. Also das solltest du dir bewahren und das solltest du unbedingt auch praktizieren. Ja. Das ist toll. Du verstehst, was ich sage? Kommt das bei dir an oder ist das... Ja, sie versteht gut. Okay. Nur mit dem Aussprache, sie... Da hängt ein bisschen. Ich fand das aber, das ist charmant. Ja. Ich glaube, das wird ganz, ganz, ganz viele Fans in Hamburg bringen, die das hören. Ich bin ja dabei, dass sie auch einen deutschen Part übernimmt. Ja. Dass sie auch Deutsch spricht. Schön. Und ja, ich hoffe, dass ich in ein, zwei Wochen schaffe, oder beziehungsweise sie so weit haben kann, dass sie auch Deutsch redet, neben persische Sprache, dass sie das komplett selbst moderiert und ich mache nur dann Technik. Okay. Hab weniger zu tun. Jetzt habe ich natürlich nicht wirklich verstanden, was du da eben gesagt hast. Es klang für mich alles so ein bisschen wie früher bei mir zu Hause. Aber bist du durch mit deinem Text oder möchtest du noch ein bisschen was mehr erzählen? Ich glaube, sie möchte noch was erzählen und dann werde ich übersetzen, was sie... So machen wir. Okay. Aus Chodam begann. Man Lizenz Grafik daran, vor Lizenz Kargardani Animation.
شما تجربه میکنید. بعد من نقاش هستم، بعد نمایشگاه نقاشی زیادی تا حالا داشتم و اینکه خوشحالم امشب تو برنامه شما. Okay, Kembis, du hast das Wort. Sie ist Grafikdesignerin. Okay. Im Beruf Kinderbuchautorin. Oh, das ist aber schön. Ja. Das ist aber schön. Ja. Also persische Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Für Jugendliche. Generell Jugendliche. Genau. Also nichts mit Persien zu tun, einfach Kinder. Weltweit, genau. Super. Und sie malt gerne und hat mehrere. Also malen ist ja schon wieder, da werde ich ja ganz hellhörig, nicht? Weil ja, du bist ja auch dabei. Ich mache eine Menge Kunstgeschichten, Kunstsendungen bei Tide. Ja, das habe ich erzählt. Bin da natürlich schwerst begeistert. Also ich muss wissen, was du machst. Vielleicht machen wir mal eine Fernsehsendung zusammen über deine Kunst. Da auf jeden Fall, wenn du interessiert bist, auf jeden Fall. Ich bin immer, alle dürfen gerne hier bei mir anrufen oder mir eine E-Mail schicken zu Tide, um sich dann zu bewerben natürlich für den Auftritt im Fernsehen bei Tide TV. Klar, ich freue mich immer, das ist mein Leben, ne? Da schlägt mein Herz für. Ich glaube, wir freuen uns, wenn wir mal wieder in deine Sendung dürften, besonders in deine TV-Sendung. Ja, klar. Dann können wir mehr zeigen, beziehungsweise sie kann mehr zeigen, was sie kann und was sie bis jetzt gemacht hat. Okay. Sie ist wirklich mit voller Kraft dabei, sehr engagiert und möchte unbedingt, dass sie hier eine super Sendung abliefert. Sie macht mich schon jetzt wahnsinnig. Okay. Ich denke, wir werden bald voneinander hören sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass wir auch genug Zuschauer haben können und dass sie uns motivieren, dass wir weitermachen. Und also Zuschauer, das ist jetzt Zuhörer. Entschuldigung. Also ich komme vom Fernsehen vom Fernsehen und ich verwechsel das immer wieder. Ja, ihr müsst da auch immer umschalten und immer sagen, wir haben hier natürlich in dieser Sendung Zuhörer und Zuschauer. Genau. Und wir freuen uns, egal wo man uns empfängt, Hauptsache man empfängt uns und hört nichts anderes und sieht nichts anderes. Da freue ich mich natürlich besonders doll. Ich war vor der Sendung noch auf dem Weihnachtsmarkt hier in Hamburg und da muss ich sagen, ich habe dann nur gedacht, Mensch, hier sind so viele Leute, heute hört uns keiner zu, nicht? Aber wahrscheinlich gibt es mehr Leute in Hamburg als die wirklich auf diesem Weihnachtsmarkt waren. Ja, aber brechend voll ist das. Du hast heute viele Perser als Zuschauer, die wissen, dass Mariam heute auf Sendung ist und die warten. Und warten. Ja, und sie winkt auch nochmal, genau. Bück dich einfach ein kleines bisschen tiefer, dann kann man da an diesem Bügel vorbeigucken. Denn das Fernsehbild, das zeigt ja leider immer so einen Balken davor. Guck mal, so hübsch sieht das Mädel aus. Und alle, die uns jetzt nur im Radio hören, die sollten unbedingt mal gucken. Vielleicht wird es irgendwo gepostet auf der Tide-Seite, nicht? Ja, und auch bei uns auf Facebook-Seite, Facebook Radio Tanafos. Da werden wir auch Fotos reinstellen von heute und dann. Prima, und wir connecten dann auch nochmal über all diese Medien und vernetzen uns und machen weiter mit dieser gigantischen Werbung. Es war der längste Werbeblock, den es je gegeben hat, hier bei Tide wahrscheinlich, denn Tide ist ja dafür bekannt, werbefrei zu sein. Also kehren wir jetzt so ganz langsam wieder zum Werbefreien zurück. Ich wünsche mir das jetzt mal. Euch beiden wünsche ich eine super tolle Sendung. Dankeschön. Vielleicht mal einen Gegenbesuch eines Tages mal bei euch. Auf jeden Fall. Sobald wir live senden können, bist du unser erster Gast. Ihr macht jetzt eine Aufzeichnung? Wir machen eher Vorproduktion bis Mitte Januar und denke ich mal, ab Mitte Januar sind wir dann live auf Sendung. Ich finde ja Vorproduktion viel schwerer als live, weil bei live muss ich ja nicht so viel machen. Vorproduktion erwartet man immer, dass es perfekt ist. Ja, beim Live, da kann ich ja Fehler machen, da nimmt man ja keine übel. Die Leute finden das vielleicht sogar charmant. Ja, wenn die Sendung vorbei ist, ist die vorbei, dann kannst du nichts mehr machen. Man kennt das, bei Cosmo passieren viele Pannen. Also dranbleiben, freut euch auf die Pannen, die es vielleicht heute hier noch zu sehen gibt. Ihr Lieben, vielen Dank für den Besuch, adios und zu Hause bleibt doch bitte dran, gell? Es geht gleich weiter.
So, und heiter geht das hier weiter. Da ist schon wieder ein Telefonanruf. Hallihallo, wer ist dran? Dein lieber Kumpel Chris. Der Chris, Happy Christmas, mein lieber Chris. Danke, dir auch. Wie geht es dir? Du warst bei mir im Studio als Gast, ich glaube im September oder so, kann das sein? Genau. Ja, klasse. Hey, was machst du? Ach, ich chatte nebenbei und sehe deine Sendung an. Okay, gefällt dir, was du zu sehen kriegst? Ja. Ich habe heute einen weiblichen Gast. Chris, sei mir nicht böse, die Mädels sind mir irgendwie ja lieber, ne? Ja, gut, okay, mein Lieber, dir geht's gut? Mir geht's gut. Ich wollte eigentlich nur mal frohe Weihnachten wünschen und einen guten Rutsch in ein neues Jahr. Ja, ist doch geil, das wünsche ich dir auch, du. Ne? Und hier die Conny, warte mal, ich muss der Conny mal eben das Mikro aufmachen. So, die Conny sagt ihr... Merry Christmas auch von mir, natürlich. Der gute Mann Danke. Heißt Chris. Ist das geil, ja, oder ist das geil? Das, ne? Ist ziemlich zufällig. Hey, Christmas. Dir muss doch immer irgendwie das Herz aufgehen, wenn die Leute sagen Happy Christmas. Da fühlst du dich doch immer angesprochen, oder? Ja. Wie geil ist das denn? Da gucke ich auch blöd. Ich freue mich. Ja, das war ja lieb, dass du angerufen hast. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Jahr mal wieder hier bei mir im Studio, wenn du Lust hast. Ja, klar. Meld dich einfach, gell? Ja. Ich freue mich. Also, ciao, ciao. Ja, hör mal, Conny, wir haben ja noch ein bisschen Programm. Also wir müssen ein paar Sachen durchkriegen. Einmal die Fluoroskope. Wollen wir die mal eben so ein bisschen durchkämpfen und den Leuten einfach mal ein bisschen was über Fluoroskope erzählen? Hauptsache, also, ich lande selbst bei meinem Zwilling. Ich fange ja, mal an. Ja, da kommen wir hin, Also ich sag mal so, die Fluoroskope, die wir hier haben, das funktioniert ja so ähnlich wie Horoskope. Nur da ist einfach viel mehr Information drin. Denn es geht unter anderem um den Flow-Wert. Das ist der Wert, den wir hier, wir lesen das ja gleich vor. Also der gefühlte Wert, so nach dem Motto, was empfinde ich? Also bin ich schlapp oder voller Energie? Ne? Und dann gibt es den gesondert ermittelten Energiepegel. Das ist die Angabe über die tatsächlich fließende Energie. Und weil es ja hier um die Wünsche geht in der Sendung, dass alle Wünsche wahr werden, geht es auch um die beste Wunschzeit, die man hat, um die Wünsche sozusagen über die Startrampe ans Universum zu schicken, damit sie möglichst schnell von da erfüllt werden. Also quasi wie mit dem Weihnachtsmann. Oder zu dir schicken, ne? Nee, ich bin jetzt ein bisschen Wunschcoach, aber das heißt nur, ich sag, wie das geht, also zum Beispiel im Rahmen dieser Fluoroskope, aber was ich natürlich nicht mache, ist Wünsche erfüllen auf dem Silbertablett. Das mache ich nur in seltenen Ausnahmen, wie gerade eben in unserem Werbeblock. Ne, da kann das schon mal passieren, dass ich erzähle, wie das geht, aber also beziehungsweise den Wunsch persönlich erfülle. Aber normalerweise müssen das die Leute schon selber machen. Und damit das auch hier funktioniert, werden wir das einfach jetzt mal so machen. Wir lesen das Ding vor. Mhm. Und dann weiß jeder, worum es geht. Conny, du mit dem Widder. Widder, ein arbeitsreiches Jahr neigt sich dem Ende. Wenn du fleißig warst, dann kannst du es jetzt in aller Ruhe ausklingen lassen. Flowwert 5,8. Energiepegel 59%. Wunschzeiten 12.18 Uhr bis 12.38 Uhr und 0.18 Uhr bis 0.38 Uhr. Wow, das hast du ja richtig toll vor. Also diese Stimme ist der Hammer. Ich glaube, das geht mir im Traum noch nach. Ja. Ich mache mal den Stier. Also ich bin auch Stier, deswegen ist das natürlich Ehrensache. Das gute alte Rein-Raus-Spiel. Raus aus dem alten Jahr, rein ins neue Jahr. Freue dich, es wird ein gutes Jahr. Flowwert 7,0, Energiepegel 71%, die Wunschzeiten 12.32 Uhr bis 12.52 Uhr und 0.32 Uhr bis 0.52 Uhr. Also diese Wunschzeiten wiederholen sich alle 12 Stunden, sodass man also, egal ob man tagsüber arbeitet oder nachts schläft oder wie auch immer, man hat meistens die Chance, an einem dieser Termine pro Tag den Zeitraum, dieses Zeitfenster zu ergreifen sozusagen, wo es wirklich am sinnvollsten ist, seine Wünsche loszuschicken. Man kann es natürlich auch zu jeder anderen Zeit versuchen. Besonders energetisch funktioniert das Ganze, aber innerhalb dieser jeweils 20 Minuten alle 12 Stunden. Ich grüße jetzt alle meine Zwillingfreundinnen. Stille Zeit, eilige Zeit. Es scheint, als würden noch ein paar richtig stressige Tage auf dich zukommen. Also sind wir stark. Flowwert 5,7, Energiepegel 56%, Wunschzeiten 10.01 Uhr bis 10.21 Uhr und 22.01 Uhr bis 22.21 Uhr. Tja, wie du schon sagtest, Flowwert, Flowzirkus und ich bin der Flowdirektor, der Krebs.
Manches schien vielleicht nicht ganz klar in diesem Jahr, aber so langsam wendet sich das Blatt zum Positiven. Grund genug, froh gestimmt zu relaxen. Der Flowwert 5,1, der Energiepegel 49%, die Wunschzeiten 11.21 Uhr bis 11.41 Uhr und 23.21 Uhr bis 23.41 Uhr. Jetzt kommt der Löwe. Es ist die richtige Zeit, um Kraft zu tanken, denn auch im neuen Jahr wird das Leben dich fordern. Flowwert 5,1, Energiepegel 53%, Wunschzeiten 9.08 Uhr bis 9.28 Uhr und 21.08 Uhr bis 21.28 Uhr. Die Jungfrau. Irgendwie fehlt dir der rote Faden in deinem Leben und du bist zu unentschieden in diesem Jahr. Nutze vor dir liegende Tage der Besinnung, um dich darauf zu besinnen, was für dich gut ist. Flowwert 4,7, Energiepegel 46% und die Wunschzeiten 13.43 Uhr bis 14.03 Uhr und 1.43 Uhr bis 2.03 Uhr. Die Wagen. Hallo Schwester, hallo Mami. Wieder ist dein ausgleichendes Talent gefordert. Es gilt noch in diesem Jahr eine schwierige Aufgabe zu meistern. Flowwert 4,4. Energiepegel 49%. Wunschzeiten 8.11 Uhr bis 8.31 Uhr und 20.11 Uhr bis 20.31 Uhr. Jawohl, der Skorpion. Wenn du anderen in diesem Jahr Gutes getan hast, dann zahlt sich das jetzt aus. Lehne dich zurück, entspanne und genieße. Der Flowwert 5,3, Energiepegel 54%, die Wunschzeiten 13.08 Uhr bis 13.28 Uhr und 1.08 Uhr bis 1.28 Uhr. Oh Gott, jetzt kommen die Schützen. Holter die Polter, raus aus dem alten Jahr und genauso rein ins neue Jahr. Uff, da hilft nur volle Kraft voraus. Flowwert 6,2, Energiepegel 63%, Wunschzeiten 9.06 bis 9.26 und 21.06 bis 21.26. Der Steinbock. Manches ist und bleibt erstmal zäh. Aber im nächsten Jahr wird alles besser. Bleibe optimistisch. Flowwert 6,0, Energiepegel 59%, die Wunschzeiten 12.04 Uhr bis 12.24 Uhr und 0.04 Uhr bis 0.24 Uhr. Und die Wassermänner, Barrieren überwunden und Tiefen umschifft? Na also, das macht dich froh. Ich sag nur, weiter so. Flowwert 5,1, Energiepegel 52%, Wunschzeiten 14.03 Uhr bis 14.23 Uhr und 2.03 Uhr bis 2.23 Uhr. Bleiben uns noch die Fische. Stress ist jetzt eher hausgemacht, falls du deine Geschenke noch nicht beisammen hast. Das geht wahrscheinlich allen so, nicht? Ansonsten genieße die Harmonie in deinem familiären Umfeld. Flowwert 7,9, Energiepegel 80%, Wunschzeiten 8.06 Uhr bis 8.26 Uhr und 20.06 Uhr bis 20.26 Uhr. Und damit haben wir auch diesen Programmpunkt der Floroskope, auf den viele Menschen zu Hause am Bildschirm und am Lautsprecher warten. Hinter uns. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die Sendung verfliegt geradezu. Ein Anruf dröhnt hier herein. Ich sag mal, hallo, hier ist der Cosmo, wer ist da dran? Hallo. Hallo. Hört mich da irgendwer? Hallo, hallo. Hier ist der Cosmo. Ja, hallo. Hier ist der Michael Cosmo. Schönen guten Abend. Ich wollte schöne Weihnachten wünschen. Auch der netten Lady, die so eine angenehme Stimme hat im Hintergrund. Das ist der Hammer, ne? Das ist die Entdeckung, super, das super. Ist die Entdeckung der Stunde, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Gleich der Wahnsinn, ja. Wie sie das macht. Also irgendwie, ich glaube, ich muss ihr hier irgendwie zu einer Radioshow rüberhelfen oder irgendwie sowas. Das wäre super. Und dann irgendwas muss ich moderieren, oder? Ja. Ich möchte die Christine auf jeden Fall diesem Wege noch grüßen. Das wollte ich auf diesem Wege nochmal an euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest wünschen und eine tolle Sendung. Du möchtest die Christine grüßen? Genau, richtig. Wer ist Christine? Ja, bleibt geheim. Eine geheim. Wunderbar, okay, alles klar. Ich hatte jetzt nur gedacht, du hättest vielleicht gerade etwas verwechselt, weil die Lady hier neben mir ist die Conny Konstanze. Das weiß ich doch. Ja, das weiß ich. Na, da freut mich doch. Ich wünsche dir auch schöne Weihnachten. Ne? Dir auch, danke und, dir. Und einen guten Rutsch. Ja, super lieb. Ich hoffe, dich sieht Mama. Tolle Stimme, wirklich, auch sonst. Alles danke. Super. Okay. Wir werden dranbleiben. Ja, danke, tschüss. Dir auch. Tschüss.
Ja, da war, wow, das geht ja hier heute richtig klasse zur Sache. Hör mal, wir haben ja eigentlich, hast du ja noch was vorbereitet, ne? So ein paar Minütchen haben wir noch. Kleine Probe, weil du hast einen tollen... Das dauert, ich kann ja mehr verschiedene Stimmen, du wolltest ja eigentlich vorhin noch ein paar Stimmen. Genau, mach mal so ein paar Stimmproben, wir gucken einfach mal, was da passiert. Okay. Und du liest einfach mal was vor. Jetzt kommt schon wieder ein Anruf rein, was machen wir? Ich wollen weiß, wir ganz kurz nochmal eben... Es ist Weihnachten. Es ist Weihnachten, wir nehmen den. Nehm ihn. Hallihallo, ist der Cosmo, wer ist denn am Telefon? Hallo Cosmo, hier ist Matthias. Hallo Matthias. Hallo. Schnack mit uns. Du bist live on air hier. Ja, ich wollte euch auch frohe Weihnachten wünschen. Das ist aber super lieb von dir. Das wünschen wir dir auch. Und ein gutes neues Jahr auch. Ja, mein Lieber. Danke. Für dich auch. Ciao. So, jetzt hier mal hurtig zu sein. Deine Texte mit verschiedenen Stimmen gelesen. Möchtest du werden? Okay. Ja. Das ist jetzt eine der vielen Kolumnen, die ich ja schreibe für Woman in the City. Und weil es so schön passt zum Jahresende, ich fange mal an. Wünschen, haben, sehnen, begehren, wollen, sollen, können, müssen. Und schwupps, da hat die Lebensuhr den Zeiger wieder vorgestellt. Gestern ist vorbei und gleich wird gleich schon eben sein. Der Atemzug von jetzt, nur ein Hauch von Nebel, der sich schnell verflüchtigt. Was ist? Was bleibt? Was nehmen wir nur mit ins neue Jahr? Und wen? Ein neues Jahr ist wie ein neues Leben. Vivaldis vier Jahreszeiten werden nicht müde, in die nächste Runde zu gehen. Weihnachten rennt auf uns zu und wir laufen nicht weg. Wir laufen hinein in die Geschäfte, stehen Schlange für eine Beratung, weil wir keine Ideen mehr haben. Wir hatten ja auch keine Zeit. Wir waren so mit allem beschäftigt, nur nicht mit uns und unseren Liebsten. In ein paar Wochen schießen wir Raketen in die Luft, an denen sich ganze Dörfer satt sehen können, essen könnten. Doch einmal bäumen wir uns auf, verabschieden, was wir im alten Jahr geschaffen haben, begrüßen neue Ziele und neue Vorsätze, definieren neue Wünsche und Pläne. Haben wir noch Wünsche? Kennen wir noch Ziele? Können wir überhaupt noch Plan und Visionen haben? Ich habe einen Wunsch und einen setze ich noch oben drauf und noch einen. Ich wünsche mir, dass die Menschen die Endlichkeit mehr begreifen, um heute zu leben und heute zu genießen. Ich wünsche mir, dass Neid und Missgunst aussterben, dass Freude und Empathie groß und stark gedeihen, dass wir jeden Tag ein Lächeln schenken, dass wir den Mut haben, uns Ungerechtigkeiten entgegenzustellen, dass Frauen Männer verlassen, an deren Seite sie sich nicht wie eine Prinzessin fühlen, dass Väter niemals ihre Kinder verlassen. Ich wünsche mir, dass wir an Weihnachten gemeinsam beten, in der Kirche oder unterm Tannenbaum, mit Freunden oder ganz allein. Und danach dürfen wir uns gern auf die Gänse werfen. Wünschen macht hungrig. Und am Ende wünsche ich mir Lametta am Haar, Tannennadeln in der Bluse und Petersilie zwischen den Zähnen. Und wenn der Januar beginnt, dieser Monat der Leere, der uns eigentlich zur Ruhe zwingt, dann mögen die Menschen nicht einsam sein. Ich wünsche mir, dass Menschen generell nicht einsam sind. Es gibt doch so viele Menschen auf der Welt. Wie werden Menschen eigentlich einsam? Einsam sein geht nach innen. Allein sein geht nach außen. Ich wünsche mir, dass sich nur jene Menschen ineinander verlieben, die wirklich füreinander bestimmt sind. Seelenküsse schmecken anders als ordinäre Lippenbekenntnisse. Ich wünsche mir, dass immer mehr Leute mich buchen, weil sie den Mut haben, jemanden ihr Wohnchaos anzuvertrauen. Und ich wünsche mir, mit meinen engsten Freunden Hand in Hand durch die Wechseljahre zu kommen. Und ich wünsche mir, dass niemand von uns krank wird. Und passiert es einem von uns doch, zu früh, zu schnell, dann will ich, dass wir da gemeinsam durchgehen. Ich wünsche mir, dass wir uns ohne Wenn und Aber begleiten. Ich wünsche mir so viel, dass all das sogar auf den Gabentisch passt. Denn meine Wünsche nehmen keinen Platz weg. Meine Wünsche sind so groß, viel größer als ein Fernseher und eine Spielkonsole. Aber gleichzeitig passen sie in ein einziges Herz. Und eigentlich in alle Herzen, sofern sie meine Wünsche teilen. Wie viel passt bei ihnen rein? Und was denn überhaupt? Die Endlichkeit. Ich wünsche mir, dass wir ins neue Jahr nur jene Menschen und jene Dinge und jene Erinnerungen mitnehmen, die uns die Endlichkeit versüßen, die uns begleiten, erfreuen, die eine schöne Seele haben. Ich wünsche mir, dass die Menschen ihr wahres Hab und Gut in einen Koffer packen könnten. Und deshalb misten sie noch aus und lassen sie noch los, bevor Vivaldis Frühling beginnt. Das war's. Hey.
Ich habe die Augen geschlossen gehabt, während du vorgelesen hast. Dann habe ich Bilder gehabt vor Augen. Und das ist ja genau das, was ich am Anfang gesagt habe, was wir mit der heutigen Sendung mal probieren wollten, nämlich eine Vorlage zu schaffen für Cosmosimo, die Kunst vom Hören sagen. Also da geht es natürlich dann, wenn die Sendung kommen sollte, tatsächlich um Kunst, also um bildende Kunst. Aber wir haben das eingebaut in eine Wunschsendung und ich muss sagen, noch nie wurde so gewünscht in dieser Sendung. Ich mache das jetzt seit 2 Jahren, ja? Okay. Aber so wie es gerade gelaufen ist, völlig genial. Oh, Cosmo. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also du hast das super toll gemacht. Wir hätten uns, glaube ich, viel früher kennenlernen sollen. Dann hätte ich mir eine Menge andere Moderatorinnen und so weiter hier vielleicht sogar sparen können, weil es wirklich gefühlvollst drüber kam. Man muss sagen, den Text hast du selber geschrieben, den hast du irgendwo reingestellt auf so einem Blog. Und das ist eine alte Kolumne von Woman in the City. Mhm. Ja, da bist du Autorin, ne? Schreibst dafür und so weiter. Mhm. Also, klasse. Ich muss sagen, Respekt. Mir sehr gut gefallen. Ich glaube, wir haben eine tolle Sendung hingelegt. Wir hatten super Anrufer. Wir hatten Überraschungsgäste hier. Da kam es mit der Mariam aus Persien, die hier am Samstag 13 Uhr auf Tide 96.0 eine Sendung machen wird. Und ich glaube, also von ihr hören werden, ist klar. Wahrscheinlich sehen wir auch noch mal was von ihr. Möglicherweise dann mal in der Kunstshow. Und dass wir von der Conny mehr hören werden, ich glaube, da besteht kein Zweifel, Conny. Oh, Cosmo. Du hättest Spaß dran? Sehr. Ja? Sehr. Also dann probieren wir das. Einen Anruf haben wir noch, wir versuchen mal ganz schnell reinzugehen, weil die Sendung ist gleich zu Ende. Hallo, hier ist der Cosmo, wer ist dran? Da müsst ihr mich schnell noch mal reinlassen. Du bist schon drin, du bist direkt drin. Ich muss noch mal ihm was sagen, weil ich kenne ihn inzwischen. Ja, sag mal was. Hallo, Cosmo? Ja, sag doch mal was. Cosmo? Ja, ich bin da. Ah, du bist da. Da habe ich nur eine Rückkopplung. Wir haben schon mal zusammen gesprochen. Okay. Ich muss mal wirklich sagen, also wenn ihr diese Frau nicht fördert, dann macht ihr wirklich was Krankes. Okay, dann pass auf, machen wir Folgendes. Bleib du als Fan und Zuschauer uns gewogen. Erzähle den Leuten davon, dass es die Conny hier beim Cosmo gibt und dann haben wir eine gute Chance, dass wir alle uns wieder sehen und wieder hören. Diese Sendung ist in wenigen Sekunden zu Ende. Ich muss unbedingt die Abmoderation noch hinkriegen. Ich muss nämlich Danke für den Anruf. So, ihr Lieben, also jetzt kann ich nur noch mal ganz kurz sagen, das war sozusagen das Coming Out von Cosmo in diesem Jahr. Also ich komme raus aus dem Jahr und dann habe ich das Coming ins neue Jahr im Januar. 2. Montag im Januar, da geht das hier weiter. Da hören wir Ammes Märchen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.